Puff Morris, grüß dich. Wieso nicht? Klar. Ja, aber ich spiele gerade Scheiße hier. Okay, Läufer F5 hätte ich nicht gemacht an seiner Stelle. Springer C3 einfach. Hätte Springer D5 gedroht. Ich muss gestehen, er droht immer noch Springer D5. Ich spiele das echt schlecht. Ich bin da mega unterentwickelt. Ich brauche ja noch zwei Züge. Dann geht der, ne? Aber er hat seinen schönen Läufer abgegeben, ne? Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, das haben wir schon mal geblitzt und ich. Anstatt mir das mal richtig anzuschauen, irgendwie. Ne? Turm D1 ist, glaube ich, auch nicht richtig. Er muss den Turm hier hinstellen und so. Und Druck gegen den C6. Was hat er gemacht? Springer D2 ist gut. Mit der Idee Springer D4, ne? Was mit C5? Ah, nimmt er hier? Nee, geht nicht. Ja, plötzlich habe ich Vorteil im Endspiel. Schöne Bauern. Jetzt hier rüber, den B2 angreifen. Springer D6 kann ich eigentlich ignorieren mit Turm C6. Läufer F5 sieht auch stark aus. Muss er F3 machen, ne? D3 sieht auch gut aus. Das sieht alles gut aus. Komm, der Zug kann nicht schlecht sein. Ich muss schneller spielen, merke ich auch hier. Ja, greift den Bauern an, dann gehen wir mal nach vorne. Bis dahin, dann ist der hier auch nicht so gut möglich. Okay, der Zug ist komisch. Machen wir mal ein Luftloch. Es wird Zeit. Ja. F5 will er machen. Habe weniger Zeit schon wieder. Ich verstehe nicht, warum ich gegen ihn in meinen Zeitnot komme. Ey, das gibt's nicht. Einen Zug gemacht. König reinlaufen. Muss gut sein.
Wird Zeit, den Druck auf der B-Linie mal zu erhöhen. Oder C3 zu spielen. Erstmal den D3 denken. Er stellt sich jetzt einfach mal passiv auf. Ja, kleiner Trick. Ja, diese Tricks, die sieht er echt schnell, das muss man sagen. Ja, ich habe es verbaselt, ne? Mein König steht zwar aktiver, aber seine Bauern sind ja ultra aktiv. Ich drohe ein bisschen matt, ne? Wir müssen Turm opfern. Nee, nicht ganz leider. Das matt hier? Ja. Langer Kampf, irgendwie durchgesetzt.